Hallo und herzlich willkommen bei Fit trotz Parkinson. Mein Name ist Silke von Böningen und ich helfe Parkinson-Erkrankten, aktiv und glücklich zu leben. Und in diesem Video, was das dritte Video einer Serie ist, möchte ich dir heute zeigen, wie du das schaffen kannst, dass dein Leben wieder wertvoller wird, dass du dich besser fühlen kannst. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Er folgt nach einem ganz, ganz klaren Prinzip. Das Prinzip nennt sich Use it or lose it. Entweder du benutzt deine Fähigkeiten oder du verlierst sie. Ich habe mir heute das Haus meiner Tochter ausgeliehen, um dir das bewusst vor Augen zu führen, wie das eben funktioniert. Use it or lose it bedeutet, alle Räume, die du nicht mehr nutzt, kannst du nicht betreten. Das heißt, nur wenn du regelmäßig deine Räume bespielst, kannst du die Räume überhaupt noch betreten. Wenn du dich nur unten im Raum aufhältst, dann wird es dir schwer fallen, alle anderen Räume zu betreten. Und mit der Zeit wird die Tür immer verschlossener sein. Es kommt aber auch darauf an, was nutzt du in diesem Raum überhaupt noch. Im Moment steht da nur ein Sessel, aber es kann eben sein, dass du in dem Raum selber auch aktiv bist. Das heißt, dann sind da eben mehr Gegenstände, mehr Fähigkeiten, die du zur Verfügung hast. Du kannst stehen, wenn du das immer wieder machst. Du kannst gehen, wenn du das eben je regelmäßig tust. Wenn du nur einmal am Tag die Treppe hinaufgehst, dann wird dir das sehr, sehr schwer fallen. Wenn du die Treppe immer wieder am Tag rauf und runter gehst, dann benutzt du diesen Raum regelmäßig und dadurch schulst du diese Fähigkeit. Genauso ist es eben, wie du oben deine Räume benutzt. Ich habe jetzt hier nur Schlafzimmer aufgebaut, aber stell dir vor, da ist ein Arbeitszimmer. Du nutzt regelmäßig dein Arbeitszimmer. Und das Arbeitszimmer ist jetzt symbolisch für dein Gehirn, das du auch zum Denken nutzen kannst. Wenn du regelmäßig am Computer liest, am Computer Sachen tippst, fällt dir das leichter, kannst du den Raum leichter betreten, als wenn du das nur einmal tust. Wenn du dich regelmäßig mit deinem Konto beschäftigst, fällt es dir leichter, dich einzuloggen, als wenn du das nur alle 3 Monate tust. So gibt es eben viele Beispiele, warum es wichtig ist, das regelmäßig zu tun, aber eben auch zeige ich dir da klar mit, wie du das tun kannst. Wie kannst du eine Fähigkeit verbessern? Genau indem du diese Fähigkeit trainierst. Und dabei meine ich jetzt jede Fähigkeit auch einzeln. Das Treppelaufen, die Arbeit am PC, die eben aus vielen Sachen zusammengesetzt ist, wie die Konzentration auf einen Text, auf die Inhalte, das Tippen, das Lesen, das Benutzen eines Programms. Da gibt es viele Sachen. Aber eben auch gleichzeitig aktiv auf einem Stuhl zu sitzen, statt bequem unten im Sessel. Ich denke, du siehst an meinem kleinen Beispiel, was es bringt, wenn du aktiver bist, wenn du dich mehr im Haus bewegst. Und damit meine ich jetzt nicht nur dieses Haus, sondern es steht symbolisch für dein Gehirn, was du auf vielfältige Art nutzen kannst. Aber eben auch deine Fähigkeiten, die Räume stellen deine Fähigkeiten dar. Wenn du regelmäßig außer Haus gehst, deine Einkäufe selbst erledigst oder mit Hilfe erledigst, werden dir solche Gänge leichter fallen, als wenn du es nicht tust. Da sind wir eben auch schon beim Wie kannst du etwas trainieren, üben. Genau wie diese Fähigkeit ist, die du da lernen möchtest, die du erhalten möchtest. Aber wie funktioniert jetzt so ein Training? Ganz einfach, durch häufige Wiederholung. Andere Übung, wenn du
merkst, dass du deinen Arm nicht mehr hochbekommst, dass du deswegen die Tassen nicht aus dem Schrank nehmen kannst, sind es eben immer wieder große Bewegungen, die du machen kannst. Wenn du merkst, dass du Schmerzen hast, dass du steif bist, dann sind es eben auch große Bewegungen, häufige Wiederholungen. Eben nicht nur diese 10 bis 15 Mal, die man normalerweise macht, um eine Fähigkeit, ein Schulterproblem, eine Rückengeschichte zu trainieren, sondern eben beim Morbus Parkinson oder eben atypischen Parkinson-Syndrom, die eben mit Steifheit einhergehen, ist es eben mehr, häufiger, größer, immer wieder dran denken, sich erinnern, dass man aufrecht gehen, sich halten sollte. Aber es ist eben auch unter Umständen, wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, dann nimm eine niedrige Dosis, dann quäl dich nicht, sondern versuch dir mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, etwas Gutes zu tun. Mache immer wieder was Kleines und versuch eben so zum Größeren zu kommen. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast, die ganze Treppe zu bewältigen, dann such dir eine Möglichkeit, wo du wenige Stufen hast. Oder nimm ein Höckerchen, steig rauf und runter, dass du das erstmal übst, dass du es dir nicht so schwer machst. Denn schwer machen brauchst du es dir auch nicht. Es darf ruhig leicht gehen, es darf gut bewältigbar sein. Der Erfolg kommt vom regelmäßigen Tun. Wenn du irgendwas Schweres nur einmal tust, ist es halb so viel, noch viel weniger wert, als wenn du regelmäßig ein kleines bisschen tust. Und wenn dieses kleine bisschen eben nur der tägliche Spaziergang ist. Achte darauf, wie du dich während und auch nach dem Training fühlst, denn die Dosis ist wirklich entscheidend. Es gibt Parkinson-Erkrankte, die schaffen es echt, sich hoffnungslos zu überfordern. Bei dem einen anderen ist es eben wieder die Angst, ne, die Panik, die eben dazu führt, dass jemand sich nicht zutraut, viel zu bewegen oder eben das Richtige zu machen. Da ist eben Fingerspitzengefühl gefragt. Hast du es schon geschafft, etwas zu tun, etwas mehr zu tun? Hast du schon für dich Ideen gesammelt, was du tun kannst? Oder bist du mit dem, was ich dir sage, vielleicht auch hoffnungslos überfordert? Du kannst mir gerne deine Probleme, Meinung oder eben auch Fragen in den Kommentar schreiben. Dann kann ich hierauf reagieren und vielleicht auch einfach das nächste, noch passendere Video für dich drehen. Es ist wahnsinnig viel, was du beachten kannst. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass dein Physiotherapeut bei vielen Sachen Rat weiß. Vielleicht ist es dein Arzt. Aber wenn du schon lange auf der Stelle trittst, wenn du absolut nicht weiter weißt, dann möchte ich, dass du weißt, dass du bei mir die Möglichkeit hast, online meine Unterstützung zu haben. Es kann sein, dass es eben für dich ideal ist, eine persönliche Unterstützung zu haben, weil du einfach die Privatsphäre sehr schätzt, weil du ganz konkrete Probleme hast und ganz konkrete Ansätze brauchst. Aber vielleicht hast du auch gemerkt, okay, üben wäre für dich sehr, sehr wichtig. Du hast den Sinn vielleicht in den ganzen Dingen, die ich gesagt habe, erkannt und weißt eben, was du da auch möchtest. Aber es ist bei dir vielleicht einfach, dass du mehr Räume bespielst und dass du, ja, das regelmäßig schaffst, dass das deine große Herausforderung ist. Und wenn genau das der Fall ist, dann möchte ich dir von meinem Kurs erzählen. Du kannst mit mir an einem Kurs teilnehmen, der online ist. Das heißt, ich komme genauso wie das Video jetzt zu dir ins Wohnzimmer kommt, komme ich mit meinen Übungen, genau wie ich das die ganze Zeit schon tue, zu dir ins Wohnzimmer. Du kannst im Chat mir dann aber auch deine Fragen stellen. Du kannst auch vorab über Mail mir deine Fragen stellen, sodass ich ganz in der Privatsphäre, in einer kleinen Gruppe wirklich auf dich eingehen kann, auf deine Situation eingehen kann. Und so entsteht ein engerer Austausch und du bekommst eben jede Woche deine Übungen direkt nach Hause, dass du wirklich dabei sein kannst, dass du Erfolge mitteilen kannst, dass du Probleme mitteilen kannst und eben genau weißt, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt übe ich wieder. Und eben auch dann für die Woche Ideen hast, was du wirklich konkret machen kannst und über mehrere Wochen merkst, das tut richtig gut. Ich fühle mich besser, ich bin aktiver, ich schaff's selber, meine Rosenblüten abzuknipsen.
Ich kann wieder rausgehen und mit den Nachbarn reden. Oder ich habe einfach mehr Spaß, weniger Schmerzen, fühle mich sicherer, wenn ich auf den Beinen bin. Wieder mehr Freude und mehr Freiheit. Wenn du das möchtest, ich packe dir unten in die Beschreibung den Link. Dann kannst du dir das alles in Ruhe anschauen, ob dich das interessiert. Sei nur sicher, es sind nur wenige Plätze. Es ist wirklich eine überschaubare Größe. Und wenn es dich interessiert, du wirklich weiterkommen möchtest, sei schnell dabei. Sonst muss ich dich nachher enttäuschen, weil ich genau keinen Platz mehr habe. Ich freue mich über deine Daumen, Kommentare. Du kannst gerne den Kanal abonnieren, damit du noch mehr von mir erfährst. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass du dir überlegst, ob du mehr möchtest, wie du das für dich gestalten kannst. Und das ist mein Ziel, dass du wirklich weiterkommst, egal welchen Weg du willst. Denn ich möchte dich wirklich motivieren, werde fit trotz Parkinson. Deine Silke. Ach, und damit du noch ein paar konkrete Ansätze hast, wie du deine Ziele erreichen kannst, möchte ich dich ermutigen, setz dir wirklich konkrete Ziele. Überleg dir konkret, was du erreichen möchtest mit deinen Übungen, mit deinen Aktivitäten. Was für ein Ziel hast du? Was für Ziele hast du? Möchtest du Schmerzen lindern? Möchtest du längere Strecken gehen und so weiter? Setz das wirklich konkret als Ziel. Denn das bedeutet, dass du dich mehr darauf konzentrieren kannst, wie du das bekommst und dass plötzlich auch ganz neue Wege da sind. Dass plötzlich irgendjemand sagt, weißt du was, ich habe Lust, regelmäßig walken zu gehen. Und du denkst, da mache ich mit. Und das würdest du nicht so bewusst wahrnehmen, wenn du nicht für dich klar bist. Außerdem, immer sehr, sehr wertvoll, such dir jemanden, der dich unterstützt. Wenn du deine Ziele mitteilst, wenn du, wie gesagt, wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, wenn du sagst, hey, ich möchte mehr laufen, und der Nächste sagt, toll, tolle Idee, sollen wir nicht walken gehen? Und daraus ergibt sich dann eine Beziehung, dass ihr gemeinsam zweimal die Woche walken geht, dann fällt dir das leichter. Aber es ist auch so, wenn du deinen Kindern sagst, ich würde ja gerne mehr spazieren gehen, und die dann auch denken, komm, dann lass uns doch sonntags statt hier nur zu sitzen, habe ich eine Aufgabe, gehen wir zusammen nach draußen. Nur wenn deine Angehörigen wirklich wissen, wie die dir helfen können, wie die dir was Gutes tun können, ja, dann können die richtig auf Ideen kommen. Wenn du aber nur da sitzt und nichts sagst, was du dir wünschst und konkret wünschst, dann ist es schwieriger, dass da jemand drauf eingeht. Und eben, wie gesagt, du bekommst, wenn du klar äußerst, was du dir wünschst, von irgendwo kommt ein Lichtlein her. Das ist manchmal ganz bezaubernd, wie das passiert, wenn man auf einmal sein Ziel ausspricht und man hätte es nicht gedacht, was auf einmal möglich ist. Klar, es ist natürlich leichter, wenn du Dinge nicht alleine machst. Aber grundsätzlich ist, halte dich an deinen Plan. Sei verbindlich. Wenn du festlegst, dass du jeden Tag laufen möchtest, 6 Minuten, eine halbe Stunde, dann versuch dich wirklich dran zu halten. Und selbst wenn du dann einen Tag nicht gelaufen bist, dann schmeiß deinen Plan nicht gleich weg. Es ist okay, wenn du mal krank bist. Es ist okay, wenn mal der Rücken wirklich so schmerzt, dass du das jetzt gerade nicht schaffst. Glaube trotzdem noch an dich. Mach weiter. Denn nur so erreichst du dein Ziel. Erinnere dich auch gerne immer wieder an dein Warum. Ich habe ja schon im ersten Video gesagt, es ist so wichtig, dass du nicht nur weißt, dass das Üben wichtig ist, sondern dass du es auch fühlst. Und dieses Fühlen kommt eben, wenn du wirklich dein klares Warum hast, wenn du deinen Sinn siehst. Wenn du merkst, okay, wenn ich jetzt dieses Übung mache, wenn ich jetzt Treppe laufen übe, bedeutet das für mich, dass ich länger oben im Schlafzimmer schlafen kann und dich das einfach glücklich macht, weil du dich wertvoller fühlst und so weiter, dann bring dir das mehr, das wird dich motivieren, wirklich an deinem Plan festzuhalten. Deswegen ist dieses Warum so, so wichtig. Halte dich eng an dem Nutzen, der es für dich hat. Dann ist es leichter, der Nutzen. Aber vielleicht findest du auch wirklich was, was dir Freude bereitet zu tun, was du gerne tust. Das wird dir immer leichter fallen, als irgendwas Aufgesetztes, nur weil du glaubst, das ist jetzt effektiver.
Ja, es mag effektiver sein, aber auch nur, wenn du es tust. Wenn du das Effektivere überhaupt gar nicht schaffst zu tun, dann bringt dir das ja gar nichts. Das heißt, deswegen ist eben dieser Spaziergang von einer halben Stunde, wo du vielleicht diesen großen Nutzen gar nicht siehst erstmal. Deswegen ist das so wertvoll. Er bereitet dir Freude, das fällt dir vielleicht leichter, als eben zig Übungen zu machen. Und dadurch kommst du eben wieder ganz anders weiter. Es ist eine gewisse Logik, die dahinter steckt. Und klar, gemeinsam ist es leichter, immer wieder neue Impulse zu haben, immer wieder angeregt zu werden, einen festen Zeitpunkt zu haben. Das ist genau der Grund, warum ich Kurse gebe. Ich wünsche dir viel Spaß. Werde fit, trotz Parkinson. Deine Silke.